Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst bedanke ich mich für die sehr bewegenden Worte der Präsidentin zum Gedenken an den 9. November. In diesem Zusammenhang freue ich mich, dass sich am vergangenen Sonnabend viele Menschen in Friedland friedlich der braunen Schar der Ewiggestrigen entgegengestellt haben und dem martialischen Aufzug der Sozialneider und Volksverhetzer ein menschenfreundliches Antlitz entgegengestellt haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich dort in Friedland auch wieder viele Studierende und Hochschulangehörige bei der Gegendemonstration angetroffen habe. Die 40.000 Studierenden im Land und weit über 7.000 Hochschulangehörigen haben sich zu einer bedeutenden Stütze unserer Zivilgesellschaft entwickelt. Sie beleben unsere Städte, engagieren sich in Kunst und Kultur, leben Internationalität und Völkerverständigung und gehen auch für unsere Demokratie und für unsere freie Gesellschaft auf die Straße und kämpfen für sie. Und damit sind wir beim Thema der Aktuellen Stunde. Wenn das Land seine Zukunft gewinnen will, dann muss sie die jungen Menschen und die hervorragenden, ausgebildeten Köpfe aus Europa und der ganzen Welt für sich gewinnen. Wir stehen vor gewaltigen demografischen Herausforderungen, denen wir aber nicht gerecht werden, wenn wir alles im Land nur ordentlich Alten und Senioren gerecht ausbauen. Nein, wir stehen in einem Wettbewerb um junge Menschen, um gut und exzellent qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Zukunftsfähigkeit unseres Landes hängt eng vom Erfolg unserer Hochschulen ab. Und deswegen erfüllt es mich mit großer Sorge, wenn ich sehe, wie die Landesregierung derzeit mit den Hochschulen umgeht. Spätestens seit der Anhörung vor dem Finanzausschuss vor einer Woche wissen alle im Land, wie dramatisch die Lage unserer Universitäten und Fachhochschulen ist. Sie beziffern ihre Defizite auf rund 28 Millionen Euro jährlich. Wenn das so kommt, dann bleiben im dreistelligen Bereich Personalstellen von Professoren und Wissenschaftlern unbesetzt. Lehrveranstaltungen in erheblichen Größenordnungen würden ausfallen. Die Qualität in Forschung und Lehre würde beeinträchtigt. Schon heute fehlen den Hochschulen die nötigen Eigenmittel, um weitere große Drittmittelprojekte an Land zu ziehen. Und das muss man sich vergegenwärtigen. Uns fehlen die Eigenmittel, um weitere Drittmittel an Land zu ziehen. Und da helfen auch nicht die Nebelkerzen, die der Bildungsminister beständig zündet. Mag der Minister noch so häufig vorrechnen, dass unser Land im bundesdeutschen Vergleich in der Spitzengruppe bei den Hochschulausgaben pro Einwohner liegt. Entscheidend ist doch, wie die Ausgaben pro Studierendem im Land sind. Und diese sind unterdurchschnittlich. Es war die politische Entscheidung des Landes, so viele Studierende aufzunehmen. Und das war auch eine richtige Entscheidung. Aber nun muss die Landesregierung auch die volle Verantwortung dafür übernehmen und die Hochschulen nicht im Stich lassen. Meine Damen und Herren, wir haben die 40.000 Studierenden im Land gewollt. Nun kommt es darauf an, die Verantwortung für sie zu übernehmen. Deswegen muss die Landesregierung die Hochschulen aufgaben- und bedarfsgerecht ausfinanzieren. Im Übrigen halte ich die Argumentation des Bildungsministers für absurd, dass die bisherige Finanzausstattung schon deswegen ausreichen müsse, weil die Hochschulen bereits jetzt weit mehr Studienplätze vorhalten, als es für unsere eigenen Landeskinder notwendig wäre. Da frage ich Sie doch, was wäre denn die Alternative? Wir müssen doch, und das muss doch allen klar sein, wir müssen doch bei der schlechten Geburtenrate im Land natürlich in Größenordnungen Studierende von außerhalb ins Land holen. Außerdem frage ich Sie, mit welchen Pfunden will die Landesregierung eigentlich in den bevorstehenden Verhandlungen zum Länderfinanzausgleich wuchern? Wollen Sie etwa mit leeren Händen in die Verhandlungen gehen? Wollen Sie für unser Land betteln gehen? Ist das Ihr politischer Plan? Oder gehen wir lieber mit vielen Studierenden in die Verhandlungen und fordern einen Hochschullastenausgleich zwischen den Ländern? Dann haben wir nämlich beides, Studierende im Land und zusätzliche Finanzmittel. Meine Damen und Herren, besonders unanständig, und das meine ich wirklich so, besonders unanständig finde ich im Übrigen, dass der Bildungsminister beabsichtigt, die Kofinanzierung für die Hochschulpaktmittel nicht für zusätzliche Studienplätze einzusetzen, wie es in § 1 der Bund-Länder-Vereinbarung steht. Er will stattdessen damit den Mindestlohn, die Tarifsteigerungen und die Anpassung der Webesoldung finanzieren. Der Bildungsminister soll doch mal hier im Landtag, hier und heute erklären, wie er mit der Finanzierung von Mindestlohn,
W-Besoldungsanpassung und Kompensation der Tarifsteigerung zusätzliche Studienplätze schafft. Von dieser wundersamen Fähigkeit möge er hier doch einmal berichten und Zeugnis ablegen. Und das steht in Paragraphen 1 der Bund-Länder-Vereinbarung, dass der Hochschulpakt für zusätzliche Studienplätze da ist und nicht zur Finanzierung von Landesaufgaben, die das Land einfach ausgleichen muss. Meine Damen und Herren, die Hochschulen zu stärken, heißt, unsere Demokratie zu stärken, unsere Innovationskraft auszubauen, junge Menschen und Wissenschaftler ins Land zu holen. Die Hochschulen zu stärken, heißt, hochqualifizierte Fachkräfte auszubilden und das Land für zukünftige Herausforderungen fit zu machen. Die Zukunft gewinnen wir mit jungen, gut ausgebildeten Menschen sowie mit hervorragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. In diesem Sinne bitte ich die Landesregierung, die Hochschulfinanzen an die tatsächliche Kostensteigerung anzupassen und die Kofinanzierung des Hochschulpaktes für zusätzliche Studienplätze einzusetzen. Um es Ihnen etwas einfacher zu machen, werden wir Grüne dem Finanzausschuss solide gegenfinanzierte Änderungsanträge zum Doppelhaushalt noch in dieser Woche vorlegen. Solider finanziert als Ihr Griff in den Finanztitel. Die Koalition aus SPD bitte ich, hier und heute auch noch mal darzulegen, was Sie eigentlich aus der Anhörung der Hochschulen in der vergangenen Woche mitgenommen haben. Schließlich wurde die Anhörung auch auf Wunsch der Koalition angesetzt. Also irgendetwas haben Sie sich ja davon versprochen. Ich möchte Sie bitten, uns zu erklären, was haben Sie aus der Anhörung mitgenommen? Oder wollen Sie die einfach vom Tisch wegwischen? Das würde mich heute hier interessieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.